Hallo, heute geht es um Never Forget Niki. Viel Spaß dabei. Also es tut mir leid, ich kann es einfach nicht nachmachen, ne? Geht einfach nicht. Never Forget Niki, viel Spaß. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, wäre ich dankbar, wenn ihr dieses Video teilt. Und zwar in Massen. Dankeschön. Am Ende dieses Videos habe ich noch ein paar Fragen und es wäre schön, wenn ihr eure Meinung dazu äußern würdet. Niklas Lotz, wie Never Forget Niki eigentlich heißt, ist ein 25-jähriger YouTuber. Er selbst bezeichnet sich als Journalist, hat natürlich kein entsprechendes Studium, aber das ist bei dieser Fangemeinde auch nicht wirklich nötig. Zu seinen vernünftigen Zeiten, nämlich zur Gründung seines YouTube-Kanals, hat er noch Gedichte vorgelesen. Da war er noch nett. Und dann, nach einer gewissen Pause, ging plötzlich alles ganz schnell. Anfang 2019 tauchte dann ein Gastbeitrag von Niklas Lotz auf, und zwar bei Philosophia Perennis, einem rechten Blog, gegründet von David Berger. Zu David Berger noch zwei Worte, bevor es weitergeht. David Berger ist offen homosexuell und war als Professor der Theologie im Vatikan tätig. Von einem Menschen mit diesem Background würde man jetzt eine gewisse Mitmenschlichkeit und auch eine gemäßigte Wortwahl erwarten, nicht so bei David Berger. Es fallen in seinem Blog so Worte wie, ich zitiere, die Spahns, Lauterbachs und der ganze übrigen Mischpoke oder auch Grundrechte wurden uns geraubt und mit uns medizinische Experimente durchgeführt. Ein richtig sympathischer Typ. Mischpoke ist übrigens ein jüdisches Wort, David. Das passt nicht so zu deiner Fangemeinschaft, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Aber zurück zu Niklas. Es folgt ein Interview bei Oliver Flesch, einem ebenfalls rechten Aktivisten. Ende 2019 dann ein Video zusammen mit Heiko Schrang. Wer kennt ihn nicht, den Bimmelmann? Und warum das Ganze? Ihr dürft mitraten. Warum gibt man einem völlig unbekannten jungen Menschen die Möglichkeit, an seiner eigenen Reichweite zu partizipieren? Richtig, einfach nur, um ihn groß zu machen und für die eigene Sache einzuspannen. Jung, naiv und rechts müssen sie sein. Genau so haben sie es mit Naomi Seibs ja auch gemacht. Hashtag No Hate. Ich kann mir schon vorstellen, dass man als junger Mensch, wenn man die Möglichkeit hat, bei YouTube groß zu werden, eine solche Chance natürlich erstmal nutzt. Aber eine gewisse Moralvorstellung müsste man ja auch bei einem Niklas Lotz erwarten können und auch bei einer Naomi Seibs. Aber um die geht es ja heute nicht. Irgendwann mittendrin wurde der Kanal von Niklas Lotz dann durch YouTube gesperrt und ein paar Tage später wieder freigegeben. Möglich gemacht wurde das durch den Anwalt Joachim Steinöffel. Dieser hatte auch mitgeteilt, dass er Niklas Lotz vertreten würde. Mitgeteilt hat er das über Twitter. Und warum erwähne ich das? Weil es so lustig ist. Denn selbst Anwälte, die über Twitter mitteilen, dass sie einen Mandanten namens Niklas Lotz vertreten würden, sind sich nicht zu schade, unter den Twitter-Beitrag noch die Spendendaten aufzuführen und darum zu bitten, dass man doch mal ein bisschen Geld rüberwachsen lässt. Ja, auch Anwälte dürfen das. Macht man ja so. Und selbst wenn Niklas Lotz darauf hinweist, dass der gerade 21 Jahre alt geworden ist und das in einem Facebook-Beitrag verfasst, darf natürlich auch darunter nicht die Spendenaufforderung fehlen. Völlig normal, macht man ja so. Er hat zwar eine ganze Menge Follower, aber aktuell gucken seine Videos so im Schnitt 45.000 Zuschauer. Das ist natürlich eine ganze Menge, also fast so viele wie bei mir. Insgesamt scheinen die Zuschauer aber das Interesse zu verlieren. Das sieht man an den stark rückgängigen Zuschauerzahlen. Ein Segen für die Demokratie, oder? Wenn man seinen Clickbait-Thumbnails Glauben schenkt, wird man schwer enttäuscht. Er scheint jede Woche etwas Neues, Krasses entdeckt zu haben. Mal soll der ARD die Wahrheit rausgerutscht sein. Mal ist unser Bundespräsident zusammengebrochen. Das ist natürlich alles Quatsch und erinnert an diese ganzen Schmierblätter, wo selbst die tote Queen nochmal schwanger geworden ist. What the f?
Prinz Harry hat sich Brustimplantate einsetzen lassen. Und das alles Quatsch ist, was in den Clickbait-Thumbnails drin steht, zeige ich euch auch. Hier ein Beispiel. Im Video Ricarda Lang blamiert sich, sagt er zum Beispiel Folgendes. So eine gewaltige Blamage, wie sie Ricarda Lang hingelegt hat, sowas habe ich wirklich schon lange nicht mehr in der deutschen Politik gesehen. Boah, ey, seid ihr auch so gespannt wie ich? Boah, Alter, das muss was ganz Krasses sein. Ich bin schon ganz nervös, selbst schon überall Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich habe auch gerade eine Gänsehaut am ganzen Körper. Gänsehaut am ganzen Körper, Digga. Jetzt Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft, klimaneutrale Wirtschaft, überhaupt solche Hirngespinste weiter zu verfolgen und irgendwas von klimaneutraler Wirtschaft zu reden, während Deutschland wirklich deindustrialisiert wird, während wir wirklich in so einer gewaltigen Krise sind, da fehlt sogar mir die Fantasie, um nachzuvollziehen, wie Frau Lang darauf gekommen ist. Was? Sie fordert einfach eine klimaneutrale Industrie? Das enttäuscht mich jetzt aber ganz schön, ne? Und ja, richtig, das war's. Und nein, da kommt nicht mehr. Damit macht man 45.000 Klicks. Ganz klassisch behauptet er natürlich immer wieder, ARD und ZDF, die würden lügen und verschweigen, wie es ja alle in diesem Metier machen. Er macht es zum Beispiel hier und hier. Aber Moment mal, ich habe mir doch so ein paar Videos von ihm angeschaut. Bezieht er sich nicht immer wieder auf ARD und ZDF? Du, Niklas, nutzt also Beiträge von ARD und ZDF, obwohl du sagst, sie würden nur lügen und verschweigen, um weiter zu emotionalisieren? Hä? Wie passt das denn zusammen? Ist euch mal aufgefallen, dass die Wimpern und der Mund das Einzige sind, was sich an ihm bewegt? Böse Münder würden jetzt behaupten, er wurde von seinen rechten Ziehvätern festgetackert. Aber ich muss euch sagen, das stimmt nicht. Die Erklärung ist viel einfacher. Außerirdisches Leben. Ja, mal ganz im Ernst. Also bei Never Forget Nikki ist die menschliche Herkunft doch alles andere als bestätigt. Schaut euch doch zum Beispiel mal das Gesicht an. Das ist doch im Laufe der letzten 3 Jahre immer wieder neu justiert worden. Für mich klar nicht menschlicher Herkunft. Und ist euch auch mal aufgefallen, dass ihr seit 5 Jahren immer besseren werdenden Mobilfunkempfang habt? Ja, das liegt an dieser Mobilfunkantenne hier. Außerirdischer Gesichtswandler mit Mobilfunkfunktion. Ist doch klar, ihr Schlafschafe. Im Video "Sie wollen die Meinungsfreiheit endgültig abschaffen", sagt er Folgendes. Offiziell geht es bei Artikel 13 bzw. dem Upload-Filter darum, Urheberrechtsverstöße ahnden zu können, zur politischen Meinungsbildung beizutragen. Das ist also nichts anderes als ein Zensurinstrument. Und das wird hier unter der Tarnung von Urheberrechtsverletzungen und Schutz für die Content-Creator verkauft. Was? Da merkt ja jeder schon, wie Banane das ist. Seit 3 Jahren macht er Videos für rechte Anhänger und darf fast alles sagen. Kann sich ja jeder selber mal überlegen, ob Artikel 13 jetzt zu Meinungsfreiheitseinschränkungen geführt hat. Und es darf sich auch gerne jeder fragen, ob das Journalismus ist. Noch ein weiteres Beispiel. Im Videoskandal geheimer Plan von ARD und ZDF sagt er nach etwa 2/3 Video Folgendes. Der Twitter-Post des ZDF, den ich euch jetzt zeigen werde, der wurde wirklich vom offiziellen verifizierten Account des ZDF abgesetzt, aber ihr könnt ihn natürlich nirgendwo finden. Ich sage euch warum. Das ZDF hat es ja auch erklärt, dieser Tweet wurde von ihnen selbst gelöscht, weil er angeblich missverstanden worden wäre. Ja krass, um was geht es denn? Oh, ich bin so gespannt. Brennende Baumaschinen, Angriffe auf Wohnungsunternehmen und warum? Weil Wohnraum immer knapper und teurer wird. Angesichts der Tricks von Wohnungsbesitzern platzt manchen Mietenden der Kragen. Die ZDF hat einen missverständlichen Tweet bei Twitter gelöscht. Boah, das ist ja krass. Alter, du bist da was ganz Großem auf der Spur. Das ist ja klar, wer kennt es nicht, wenn irgendjemand der Kragen platzt,
dann kann man schon mal anscheinend irgendwas anzünden, so klingt dieser Tweet, und vor allem angesichts der Tricks von den Wohnungsbesitzern. Also es wird legitimiert, dass da ja so schlimme Tricks gemacht werden, dass es dann schon passieren kann, dass einem halt mal der Kragen platzt und dann brennt halt mal irgendwas. Das ist diese Argumentation und das ist wirklich ganz klar eine Argumentation, die auch von der extremen Linken genauso in dieser Form genutzt wird. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Aus einem ZDF-Tweet, der aus Missverständlichkeitsgründen gelöscht worden ist, macht er jetzt linksradikale Feuerteufel, die bereit sind, die Demokratie mit Gewalt zu bekämpfen? Also dafür muss man sich aber schon extrem verbiegen. Aber wo ist denn jetzt der geheime Plan? Ich sag ja, ihr werdet enttäuscht. Es gibt einfach keinen. 14 Minuten lang ging es darum, dass Tweets gelöscht worden sind, um Rundfunkgebühren und um die Behauptung, dass man einseitig berichten würde. Der geheime Plan ist halt spontan ausgefallen. Und während er Waffenlieferungen der Deutschen an die Ukraine anprangert, vergisst er einfach mal nebenbei zu erwähnen, dass fast jedes europäische Land, zuzüglich Australien, USA und Kanada, das auch alles tun. Und ganz aktuell jetzt sogar Schweden, die nie Waffen geliefert haben in Kriegsgebiete, sich jetzt umentschieden haben. All das wird natürlich nicht erwähnt. Während er also allen vorwirft, sie würden einseitig berichten, tut er genau das. Man kann Niklas Lotz eigentlich wie folgt zusammenfassen. Er mag viele Aussagen von Politikern und Medien nicht. Während er Meinungsfreiheit einfordert, kämpft er gegen dieselbige und versucht, die vielfältigen Meinungen zu unterdrücken und sie verächtlich zu machen. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen an euch. Gibt es erstens vielleicht auch Themen, von denen ihr überzeugt seid? Das wird viele Menschen interessieren. Darüber macht doch mal ein Video. Und die zweite Frage ist, was haltet ihr eigentlich von den Waffenlieferungen an die Ukraine? Sollten wir das tun, ja oder nein? Vielen Dank fürs Zuschauen. Trinkt Wein auf mich, ihr wisst Bescheid. Okay, tschüss.